Die letzte Club-Tour in FIFA 20 findet statt. Alles habe ich freigeschalten. Ohne FIFA-Points. Das ist alles möglich in der RTG. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video, Jungs. Ich hoffe, ihr habt ausgeschlafen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das heutige abendbeginnende Event. Und zwar Summer Heat, was rauskommen wird. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie sieht denn unser Verein aus in FIFA 20? Viele fragen sich vielleicht, Chris, wieso machst du die denn jetzt? Es ist doch gerade mal der 17.06. und das möchte ich euch auch gleich erklären. Doch davor, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr vielleicht nächstes Jahr mit mir zusammen auch RTG gehen wollt, lasst auf jeden Fall auf das Video einen Daumen nach oben da, falls du nichts mehr verpassen willst, denn wir wollen nächstes Jahr im Trading unfassbar sehr angreifen. Dann lasst ein kostenloses Abo da. Hier ist alles kostenlos. Ja, und damit verpasst du auch nichts mehr, um vielleicht genauso viele Münzen zu machen oder noch mehr. Denn ich kann euch eins sagen, wir sind ganz okay reingestartet dieses Jahr. Aber es geht noch viel, viel mehr und das wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr gemeinsam erreichen. Jetzt gehen wir rein und jetzt als allererste Frage, die ihr euch stellt. Chris, warum machst du jetzt schon die FIFA 20 Club-Tour RTG? Style-mäßig. Relativ simpel. Jetzt beginnt langsam die Zeit, indem ich auch auf dem RTG-Account verschiedene Kooperationen aufnehme. Und ihr habt es gesehen, das Video bei Broski, was gestern kam, da haben wir souverän schon mal 800.000 Münzen abgestoßen. Ne? Grüße gehen raus. Und das wird, denke ich mal, so weitergehen. Und wenn ich die Club-Tour halt einfach erst in 2 Monaten mache, werde ich wahrscheinlich auf dem Account überhaupt nichts mehr haben. Grüße gehen raus an meine Spielpraxis, Hashtag Gold3Schwitzer. Und deswegen gehen wir hier durch. Obwohl ich sagen muss, eigentlich hätte ich sie sogar schon noch 1 Monat früher machen sollen. Denn da wäre, denke ich mal, dann das perfekte Fazit gewesen. Weil da hätten wir nämlich, statt wie jetzt 7 bis 8 Millionen Coins, hätten wir vielleicht 16, 17 Millionen Coins gehabt. Aber ich muss euch eins sagen, wir sind... Insgesamt bin ich erstmal zufrieden, was wir gemacht haben. Nicht sehr zufrieden, aber zumindest eine souveräne 2-, weil ich bin ganz ehrlich mit euch, wir hätten hier noch viel, viel mehr machen können. Ich war sehr, sehr zaghaft, was das Trading angeht. Risikobereitschaft war bei mir absolut nicht da und deswegen will ich das auf jeden Fall nächstes Jahr ändern. Ich bin übrigens auch am Überlegen, um... ja, vielleicht sogar bis zu FIFA 21 euch eine riesengroße PDF-Datei zu schreiben mit ganz, 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 ganz vielen Trading-Sachen, die ich euch dort reinstellen werde, wo mit Erfahrungen der letzten Jahre, auf was man achten sollte, Investitionen und so weiter, Preisverläufe weiter etc. pp. Muss ich mir aber noch überlegen, ob ich das Ganze wirklich mache. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf, jedem einzelnen von euch da draußen wieder zu helfen, richtig viele Münzen zu machen. Des Weiteren bin ich der Meinung, der letzte Monat war relativ schwierig bei mir, weil ich extrem viele Teams für einige gekauft habe. Wir haben jetzt ja Ronaldo Tots verkauft mit über 2,5 Millionen Verlust. Und das ist auch bei vielen anderen Sachen so passiert. Wir hatten eine UV-Liste, die wir gemacht haben, wo wir allgemein dadurch, dass der Preis oder der Markt extrem eingebrochen ist, wo wir alleine schon dadurch, glaube ich, 4 Millionen Verlust gemacht haben und so weiter und so fort. Aber... eins ist wichtig und das solltet ihr auch wissen, in einer RTG bzw. allgemein beim Trading gehört Verlust einfach dazu. Und trotz alledem bin ich zufrieden. Wir haben jetzt kein richtig großes Team mehr, wir haben aber ganz, ganz viel noch im Verein. Und da wollen wir natürlich reingehen. Als allererstes, wir haben 5,544 Millionen auf der Uhr. Transfer, die Transferliste sieht folgendermaßen aus, dass wir hier noch einen Cannavaro und einen Maldini haben. Des Weiteren noch einen Yashin und hier noch ein paar ganz normale Rare-Karten, die ich vielleicht irgendwann mal verkaufen werde oder abstoßen werde, müssen wir schauen. Wir haben insgesamt 1010 Siege geholt, 51 Unentschieden und 604 Niederlagen. Auch da, bilanztechnisch ist okay, ja, für meine Verhältnisse, aber es geht auch noch besser und das ist auch mein Ziel, vielleicht mich dahingehend ein Stück weit zu verbessern. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht, aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat ja Mirza angekündigt, eine RTG zu machen. Und vielleicht kriegen wir da eine kleine Kooperation hin, dass ich ihm beim Trading helfe und er mir vielleicht in irgendeiner Art und Weise beim Gameplay. Weil wir wissen, Mirza ist ein richtig guter Spieler. Müssen wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lassen wir uns einfach überraschen, ja, was da auf uns zukommt. Aber ich will auf jeden Fall, was das Gameplay angeht, auf jeden Fall besser werden. Ne? Trading sowieso. Da wollen wir richtig reinschwitzen, was das angeht. Insgesamt haben wir 1423 Spieler insgesamt gerade noch im Verein. Bestenliste gehen wir auch natürlich ganz kurz durch. Wenn wir einfach mal auf die Freunde gehen und gehen mal auf die Spieleinnahmen, dann seht ihr, es gibt welche, zum Beispiel wie KC, der 1,15 Millionen Spieleinnahmen hat. Richtig, richtig viel meiner Meinung nach. Wir sind jetzt gerade bei... souverän, ja, 764.000, was okay ist, also wir haben sie jetzt nicht extrem gesuchtet, aber ihr wisst natürlich, es ist klar, ich lege mehr den Fokus auf das Menü, ich lege mehr Fokus
auf das Trading. Und da sind wir schon dabei, und zwar Transfererlöse. Und da gehen wir mal ganz kurz rein. Über FIFA Calabra, über Wiz brauchen wir nicht reden. Zwei unfassbar starke Trader, folgt denen auf jeden Fall auf Twitter. Genauso wie Schwalle oder Hirschi. Ja, alles richtig, richtig starke Trader, und die Transfererlöse, genau da wollen wir nächstes Jahr hin. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich reiß mir den verdammten hier hinten auf, um dorthin zu kommen. Ja, ob das funktioniert, werden wir sehen. Wir haben Broski mit am Start. Genauso wie Steini. Sola ist auch relativ richtig starker Spieler. Der hat auch schon öfters mal die Top 100 geholt. Viel FIFA, Tabacco. Das sind alles Leute, die halt auch ein bisschen aufgeladen haben. Genauso wie ReFIFA. Hubi ist mit am Start, der auch rein RTG ist. Bis auf dieses diese FIFA Edition, wo man halt Packs bekommt. Aber okay. Des Weiteren hier ist Erne. Markus ist mit am Start mit 21,6 Millionen. Das sind wir nämlich sogar unter Checkmack, unter KC gerutscht durch den Verkauf mit Ronaldo. Wir sind auf 20,116 Millionen gegangen. Wir waren schon bei 25 Millionen. Wir hätten aber auch locker auf 30 Millionen kommen können. Aber ganz ehrlich, ich bin dann den letzten Monat einfach so nicht gefrustet gewesen, aber ich habe nicht mehr so auf die Münzen geguckt und habe einfach gesagt, komm, ich baue das Team um, ich kaufe einfach den Ronaldo Tots, obwohl ich weiß, der wird extrem sinken. 2,5 Millionen schon alleine dadurch Verlust, da wären wir schon hier weiter oben, wenn wir die 2,5 Millionen draufrechnen. Aber es war mir im Endeffekt egal. Ja, ganz ehrlich, mir war es im Endeffekt egal, und wir haben sehr, sehr viele Karten natürlich auch abgeschlossen, SPCs in den letzten Monaten, wo extrem viele Coins natürlich flöten gegangen sind. Dazu noch die Upgrade-SPCs, die wir gemacht haben, und. Ja, passiert, ist jetzt nicht weiter schlimm, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Auch wenn ich sagen muss, nächstes Jahr muss unbedingt hier das Doppelte angegriffen werden. Ich sag's euch ehrlich, wenn ich nächstes Jahr, und das nehmt ihr als Ansage und ihr könnt das gerne klippen, wenn ich nächstes Jahr keine 40 Millionen schaffe, Transfererlös, hau ich hier 500 Euro PSN-Guthaben für euch raus. Ja? Standpunkt 17.06. beziehungsweise wenn das Team of the Season vorbei ist nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber das ist eine Ansage, die ich bringen möchte, und ich will hier mindestens 40 Millionen sehen. Ist einfach so. Ja? Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Ihr könnt euch das vormerken, und wenn es nächstes Jahr der Fall ist, dass das Video wiederkommt, dann spammt mich zu, wenn ich die 40 Millionen nicht habe, falls ich es vergessen sollte. Gehen wir ganz kurz rein, aber trotz alledem auf unsere Spieler, die wir noch haben im Verein. Und da sind wir bei einigen sehr, sehr vielen Untradable-Karten. Wir kriegen natürlich nochmal zwei rote Player-Picks vom Best of Team of the Season mit dazu. Wir haben Luis Alberto mit am Start, der hat ein Spiel für uns gemacht. Benzema haben wir als der Best of Team of the Season gezogen. Ramos haben wir, wie gesagt, gezogen mit 157 Spielen. Hummels, wir haben Orsic gekauft. Ja, den können wir noch für 189k verkaufen. Den habe ich als Super-Sub in der letzten Weekend League gespielt, der war okay, aber nicht besonders stark. Vardy haben wir gezogen, genauso wie Ter Stegen und Müller, oder auch Paulinho, den ich, muss ich sagen, einer mit den besten 6ern und 8ern finde, die es überhaupt gibt. Mertens haben wir abgeschlossen, auch der nur als Super-Sack aktiv gewesen. Havertz in Rot, Smalling, Aouar, Carvajal. Dazu haben wir einen Witzel abgeschlossen, einen Gnabry, einen Hernandez und einen Tagliafico. Das sind alle untradable, also alle Spieler, die ihr hier seht, sind alle untrade. Des Weiteren auch Manolas, wir haben den Lala, wir haben den Lucas Moura, der mir extrem gut gefällt, den wir für insgesamt, glaube ich, 100k oder sowas abgeschlossen haben. Der kostet gerade 1,6 Millionen. Also Lucas Moura ist absolute Empfehlung. Wir haben natürlich unseren United Star Aguero mit am Start, der eine richtig, richtig gute Statistik hat. Wir haben David De Rea, wir haben Boateng, Sandro, Di Maria, Hakimi und Alan. Alle natürlich, wie gesagt, Android sind alles SPC-Karten. Da wird auch einiges noch, denke ich mal, dazukommen, wenn die Summer Heats rauskommen. Martinez, David Villa, auch abgeschlossen. Ganz am Anfang des Jahres mit, genauso wie Werner. Kimmich, einer der besten ZDMs, auch mit Paulinho, die ich je spielen durfte. Brandt. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich habe Bock. Weekend League mit BVB-Team steht auf jeden Fall am Freitag fest. Adama Traoré ist noch eine Karte, die ich mir gekauft habe für 160k. 13 Spieler, eine Torvorlage. Auch der nicht sonderlich überzeugt, was das Einwechseln anging. Fred Schein, Ayose Perez. Wir haben den Ben Yedder. 450 Spiele, 323 Tore, 237 Vorlagen. Ich denke, die Karte geht auf jeden Fall klar. Wir haben unseren Vieira, den wir gezogen haben. Mit 110 Spielen, 19 Torvorlagen und ein Tor. Muss ich sagen, bester Sechser. Also wirklich, der ist so Maschine, und ich will nicht wissen, wie sein Prime oder sein Moment ist. Also der wird schon geisteskrank sein. Des Weiteren, wie ihr seht, wir haben gar nicht mehr so viele Special-Karten unter 88, weil wir sehr viele auch in SPCs abgegeben haben, was die Best of Team of the Season SPC angeht. Allgemein die garantierten SPCs aus den verschiedenen Team of the Seasons. Da muss man eins sagen, da haben wir auf jeden Fall einfach reingeballert, was ging, weil wir die Spieler einfach nicht gespielt haben. Und das war's dann auch schon. Ja, ihr seht schon, mehr Spieler haben wir nicht. Insgesamt, Ndombele, ja, keine Ahnung, warum wir den freigeschaltet haben, weil der hat einfach absolut keine Special Card bekommen. Grüße gehen raus. Insgesamt muss man wirklich sagen,
Der Verein geht in Ordnung, aber da geht natürlich besser. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben noch 5,5 Millionen. Wenn wir alles verkaufen, gehe ich ungefähr von 6 bis 7 Millionen aus, was okay ist. Vielleicht sogar 7,5. Okay, aber nicht sensationell. Und die Sensationalität, die wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall packen. Und ich wollte euch einfach in dem Video zeigen, was ich ohne FIFA-Points, und das möchte ich ganz kurz noch erwähnen, wir haben hier keinen einzigen Cent reingesteckt. Wir haben die Möglichkeit gehabt, um ein Ronaldo Team of the Season plus ein Full-Icon-Team, ein SBB gegen Broski zu machen, ohne einen Cent reinzustecken. Und ich kann euch eins sagen, das kannst du da draußen genauso schaffen. Und dafür würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Kanal unterstützt mit einem Daumen nach oben, mit einem kostenlosen Abo, damit wir nächstes Jahr zusammen angreifen und damit dort nicht mehr rechts die 20 Millionen stehen, sondern nächstes Jahr mindestens 40 Millionen, am besten 80 bis 100 Millionen. Es ist mir egal, ich weiß, das ist unfassbar hochgegriffen, aber ich will nächstes Jahr sowas von reingrinden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich, ich will richtig, richtig Gas geben, zusammen mit euch. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr in Sachen Trading an FIFA Deutschland denkt, dass ich dort einer mit der wenigen bin, an die ihr direkt denkt. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir zusammen den Weg gehen würden. Ich bin heiß auf das nächste Jahr, das sage ich euch so, wie es ist. Aber wir wollen jetzt erstmal FIFA 20 in Ruhe zu Ende bringen. Darunter zählt natürlich Victory, das starten wird mit den verschiedenen Turnieren. Wir werden ganz viele Kooperationen machen. Wir werden natürlich auch wieder Summer Heat machen. Und wir werden zu FIFA 21 extrem viele Videos bringen, was Verbesserungsvorschläge angeht. Deswegen auch hier könnt ihr schon gerne mal reinschreiben, wenn ihr das Video bisher geguckt habt. Welche Sachen sollen in FIFA 21 reinkommen? Welche sollen verbessert werden? Ob Server, ob neue SBCs, ob Wochenaufgaben, ob ein Panini-Album, ob sowas wie Future Stars Academies. Schreibt alles gerne unten in die Kommentare. Dazu werde ich aber nochmal extra Video machen und damit soll es das für das Video gewesen sein. Wie gesagt, Kuss geht raus an jeden einzelnen Support und falls du es noch nicht tust, kannst du mir sehr gerne auf Twitch folgen, denn heute ist auch die Fortnite-Season, die nächste Fortnite-Season rausgekommen und da werden wir gerade wahrscheinlich in 1-2 Stunden live sein und die ein Stück weit grinden, bevor es heute Abend dann 19 Uhr heißt Summer Heat Event. Darüber reden wir dann aber morgen früh. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Haut rein. Euer Cressant. Ciao, ciao.